Guten Abend, Freunde, und herzlich willkommen zum apokalyptischen Höllentrip am Sonntag mit Doom. Wir befinden uns hier noch beim ganz normalen Menübildschirm. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche coolen Videos oder so kommen, und damit ihr das Ganze auch seht, fangen wir natürlich jetzt hier an. Erstmal mit einer neuen Kampagne. Neuer Platz, Kampagne starten. Oh, hier gibt es noch Einstellungen, sollte man vielleicht mal reinschauen. Die habe ich nämlich vorher auch nicht gefunden. Wir wollen auch mit der schönsten Grafik natürlich auch spielen. Bewegungs- und Schärfe nehme ich mal raus, mag ich persönlich immer nicht. Ich weiß nicht, ob es in dem Spiel nicht vielleicht cooler kommt. Wir machen es erstmal aus. So, erweitert. Ja, wollen wir. Ja, wollen wir auch. Komm, erweitert. Kommt da noch was? Da kommt's. Oh, Leute, hier bitte Ultra reindrehen. Das sollte die Grafikkarte schon mitnehmen können. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt Ultra. Ja, das möchte ich auch beibehalten. Sehr gut. Genau, es gab ja eine Umfrage seit letzter Woche Mittwoch. Und zur Auswahl standen Subnautica Below Zero, dieser Doom-Teil hier von 2016 und Bioshock Infinite. Und es ist mit einer guten Mehrheit von, ich weiß nicht, 56, sagen wir mal knapp 60% Doom geworden. Als nächstes habe ich mir vorgemerkt, kam Subnautica, aber das würde ich dann gegebenenfalls nochmal in einer weiteren Umfrage zum nächsten Titel dann reinbringen. Und die Interessenslage bei Bioshock war von den Kommentaren ja auch zumindest gegeben, aber es hat halt nur mal beim Votum den letzten Platz belegt. Also denke ich mal, werde ich das auch in die nächste Umfrage erstmal nicht mit reinnehmen, außer ich höre jetzt natürlich anderes von euch. So, dann starten wir auch mal. Zu jung zum Sterben. Oh, Schwierigkeitsgrade. Aus Kämpfen wirst du hier meist siegreich hervorgehen. Das mögen wir ja prinzipiell durchaus, ja. Zwar stellt diese Schwierigkeitsstufe auch eine Herausforderung dar, aber dein Blutdruck sollte sich in Grenzen halten. Naja, gut, man muss sagen, ich bin natürlich auch nicht mehr der Jüngste, also ich überlasse euch die Wahl, ja. Bedenkt aber so ein bisschen, wenn es zu schwer wird, werden wir hier nicht viel insgesamt vom Spielverlauf sehen, weil man dann eventuell das ein oder andere Level wiederholen muss. Wenn es zu leicht ist, ja, geht vielleicht so ein bisschen die Spannung oder auch die Herausforderung runter. Also schauen wir mal, wie es losgibt, mir beschrieben. Du wirst die richtige Mischung aus konzentriertem Vorgehen, Aggression und Furchtlosigkeit finden müssen, um zu überleben. Klingt ja schon mal gar nicht schlecht und ultra brutal. Bitte nehmt das nicht. Für Spieler, die gerne gefordert werden. Hier werden dein Überblick und deine Reflexe auf die Probe gestellt und ein Sieg wird davon abhängig, ob du für die jeweilige Aufgabe das richtige Werkzeug wählst. Zudem gibt es weniger Tutorials. Ich sehe, hier unten gibt es sogar noch Albtraum. Für erfahrene Spieler sind wir im Doom noch nicht, im Ego-Shooter-Bereich durchaus. Ich habe nicht tatsächlich noch den ersten Doom-Teil, nicht ganz zu seiner Erscheinungszeit, aber ein paar Jahre später spielen können. Die Kämpfe sind hier extrem fordernd und ein Fehler kann den Tod bedeuten. Es gibt keinerlei Tutorials. Also ich lese hier schon einmal zu jung, los gibt's mir, ultra brutal. Aber das meiste verteilt sich bisher auf zu jung und gibt's mir. Ich meine, Albtraum klingt natürlich auch albtraumhaft. Ich lese hier Albtraum nochmal, ja, gibt's mir. Ultra brutal. Also ich würde mal sagen, für die, die es schneller haben wollen, zu jung 1, los gibt's mir 2, ultra brutal 3, Albtraum 4 und den Ultra Albtraum haben wir noch nicht freigespielt, den können wir hier also leider noch nicht wählen. Aber so, Albtraum ist geil, aber sehr schwer. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ich lese hier überwiegend 2, 2, 1, hier ein paar 4. Ja, da meinst welche gut mit mir, finde ich auch gut. Aber bei der überragenden Mehrheit, die es für Los gibt's mir ist, wählen wir das mal. Lukas Albrecht, das ist Doom. Die Fortsetzung einer klassischen, althergebrachten Ego-Shooter-Serie. Und zwar hier aus dem Jahr 2016. Ich weiß nicht, von wann der erste Doom-Teil ist. Das müssten die späten 90er gewesen sein. Aber es ist sozusagen einer der Pioniere im Ego-Shooter-Bereich und mit IT-Software auch von einer Spieleschmiede, die im Bereich Ego-Shooter-Gaming so ein bisschen auch den Weg damals mit geebnet hat für dieses ganze Genre. So, schauen, ob jetzt hier noch eine Story kommt. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist.
Und los geht der Spaß. Also ich muss sagen, schon mal schöner Einstieg. Schöne Waffe. Boah, also optisch, ne, wenn man bedenke, das Spiel ist jetzt mittlerweile schon, sagen wir mal, gerundet 3 Jahre alt. Echt schön. Echt schön. Also, wahrscheinlich immer noch Unreal Engine. Ah, hier gibt es noch eine zweite Waffe, eine zweite Feuerfunktion. Und ja, natürlich an Zuschauer, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Es ist ab 18, ne? Also es kann brutal werden, wie ihr auch schon gesehen habt. Insofern ist hier die Warnung angebracht. Die natürlich alle unter euch werden jetzt schnell eure Eltern fragen und die werden euch sicher die Erlaubnis erteilen. Haha. Ja, ist natürlich richtig so eine Warnung, aber sind wir ehrlich, auch nicht richtig sinnvoll, weil man sowieso auf alles Zugriff hat. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Wenn ich euch ein bisschen zu lahmarschig zocken sollte, weil ich mir die Sachen gerne anschaue, dann schreibt mir das ruhig rein, dann werde ich das ein bisschen beschleunigen. Schön inszeniert, muss ich sagen. Sehr schön inszeniert. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resop-Satellit wieder online ist. Schätz mal, da müssen wir den anschalten. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und das auf eine Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Okay. Der Mann hat nicht lange Zeit. Drücke F. Fügst du einem Dämon Schaden zu, wird er benommen, was durch eine blaue Markierung angezeigt wird. Bewege dich an ihn heran und drücke F, wenn die Markierung orange wird, um einen Glory Kill auszuführen. Du kannst Dämonen aus verschiedenen Winkeln angreifen, auch von oben, um unterschiedliche Glory Kills auszuführen. Durch einen Glory Kill hinterlässt ein Dämon immer Gesundheit. Ja? Was? Okay. Ah, sehr schön, ja. Ah, hier ist wieder Glory, okay. Ja, easy, easy. Nur Boxen? Ja. Nur Boxen geht auch, okay. Und immer schön Easter Egg suchen, natürlich. Also, klar, wir gucken uns so um, wichtig. Kein Easter Egg. Wenn ihr da irgendwelche wisst, ja, könnt ihr ruhig spoilern. Das Spiel ist ja schon ein bisschen draußen. Dann finden wir die hier auch noch. Oh, eine Schröte, sehr schön. Ah, wen haben wir denn da? Das ist ein ganz wilder. War ein ganz wilder. Hallo, Freunde! Bin mal gespannt, ob die mich in diesen Move-Sequenz noch angreifen können. Ich schätze fast nicht. Das heißt, wir können uns hier in Ruhe durchprügeln. Aber wir scheinen den Finisher auch zu brauchen. Weil so nur mit der Schröte wollen sie ja nicht sterben. Nee, bevor wir das machen, schauen wir jetzt hier mal ein bisschen um. Vielleicht kann man hier noch was sammeln, die eine oder andere Kleinigkeit. Ja, Munition. Munition. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Ja. Abregelung abgeschlossen. Was haben wir hier noch Schönes? Ich glaube, jetzt geht was ab. Das
klingt so ein bisschen danach. Wo wollt ihr denn alle hin? Ich will mal auch so auf einen draufspringen. Komm, da geht auch noch was. Bist du da oben schon der Einzige? Komm her. Wieder ein paar Kugeln noch. Hab ich schon am Rand was gesehen? Bleib stehen, Freund. Nur 20 Schuss, ja. Also man muss hier immer schön, schön picken. Oh. Warte doch auf uns. Kann der irgendwie so Fässer zerschießen? Ja, geht auch noch ein bisschen was. So. Wird Zeit, sich jetzt mal umzuschauen. Hier oben gibt es nur Muni und Leben. Da geht es wahrscheinlich weiter. Hier drin ist nichts. Okay. Ja, Doom erinnert auch sehr an die guten alten Zeiten, also. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Er würde alles ruinieren. Na, wenn sie es sagt. Mein erster 3D-Shooter, muss man dazu sagen, war tatsächlich Quake 1, was glaube ich ein bisschen erst nach Doom rauskam. Ah, guten Abend und willkommen zurück. Fallschaden? Werden wir es rausfinden? Nö. Okay. Sollte mich mal hier umschauen. Gut, klettern kann er auch. Codex-Eintrag. Ein kurzer geschichtlicher Überblick. Trotz der Entdeckung von flüssigem Wasser auf dem Mars im 21. Jahrhundert bot für die nächsten 100 Jahre eine Kolonisierung des Planeten wenig Anreiz. Nachdem man 2095 jedoch den Argentbruch, ein transdimensionaler Strom aus rohem Argentplasma, entdeckt hatte, wurde es bald essentiell, den Mars für den Rohstoffabbau zu besiedeln, um den riesigen Energiebedarf der Erde decken zu können. Okay, ja, komm. Geschichte in einem Shooter. Ich werde uns schon erzählen, was wir wissen müssen. Ich schätze mal, die Message wird immer lauten: Kill 'em all. Hier geht's doch schon los. Hallo, Freunde. Quarz. Kann ich hier von oben kommen? Nee. Bleib stehen. Kommst du mir nicht so einfach weg. Na? Quatsch. Na, bisschen was verträgt da? Wenig Munition. Na, da haben wir doch hier oben was. Noch ein bisschen Muni. Wenn der Sound oder irgendwie so nicht stimmen sollte oder ein bisschen zu leise ist, schreibt es mir bitte rein. Von hinten kommt der. Ich will noch so einen von oben machen. Man kann doch bestimmt auch von oben die finishen. Du lebst noch. Oh, der saß. Zack, erstmal den Arm brechen. Ja, leichte Brutalität ist auf jeden Fall da. Kann ich hier rüberspringen? Naja, da hält er sich nicht fest. Hier haben wir noch ein bisschen Leben. Ja, mit dem eigenen Arm. So schaut's mal aus. Komm.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also, ich glaube, ich habe 7,33 Euro jetzt hier für den Key bezahlt. Also, man kriegt den schon recht günstig. Wo ist der Letzte, der hier noch so Geräusche macht? Ja, dich meine ich. Na gut. Was hast du verpasst, den grandiosen Einstieg von Kuhn? Was finde den blauen Zugangsschlüssel, okay. Was ist das hier irgendwie? Liegt noch ein gefallener Kamerade. Na, können wir irgendwie hoch? Hier irgendwie was ab. Hüpf, komm, noch einmal hüpfen. Doppeljump ist auch nicht. Tja, da oben geht's lang, schätze ich mal fast. Geheimnis gefunden. Schön, auch nicht zu ernst genommen. Was sagt das Tutorial? In jeder Karte gibt es zwei UAC-Marine-Typen zu entdecken. Beide werden je ein Modell freischalten, das du anschließend im Sammlerstücke-Menü ansehen kannst. Versuche sie alle zu finden. Ja, sehr schön. Ich glaube, das bringt uns jetzt hier aber noch nicht im Level weiter. Das ist also nicht die Schlüsselkarte. Also nochmal zurück. Moin Moin Dennis, willkommen zurück. So, wir sind hier hochgegangen. Was ist denn da unten? Kommt man da irgendwie durch? Hier rauf und vielleicht kommen wir von hier aus darüber. Leute, das muss doch hier weitergehen. Ich höre sie doch da schon alle. Na gut. Dann nehmen wir mal seine Schlüsselkarte. Nehmen wir doch einfach die und gehen damit weiter. Schröter hat noch ein paar Kugeln. Na, jetzt. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Handgranate. Werfen die mir mit G? Okay, mittlere Maustaste. Tja, bisschen was kann da. Brauche ich mal andere Finisher. Komm, ich schieße dich mal an. Jetzt von hinten. Hat hier bestimmt noch interessante Moves. Okay, was machst du hier? Hier wird nur gearbeitet. Kommen Sie doch endlich mal. Hallo! Ah, das Level und die Welt haben sie schön gestaltet, ne? So mit dem Hintergrund. Macht Atmosphäre auf jeden Fall was her. Jetzt haben wir hier Rüste. Noch mehr Granaten. Okay, haben wir anscheinend voll. Gibt's nichts mehr. Servus zusammen und willkommen zurück. Na, komm mal her. Was? Na, da will noch einer was. Schätze mal, wir müssen hier rüber. Sehr schön. Gucken wir mal auch erstmal die Richtung. Großer Schild. Geht's hier noch weiter? Ja, ja. Ging es. Marion, nein, das ist mein Name.
willkommen auf dem Kanal. Ich bin sozusagen der andere von den Prototypen. Wenn Max hier nicht vor der Kamera steht oder sitzt, dann tue ich das. Ah, viel haben wir, glaube ich, nicht verloren. So, hier geht's leider nicht rein. Schade. Dann hüpfen wir mal freudig weiter. Ja, ab einem gewissen Punkt gibt's doch Fallschaden. Wenn's ins Nirvana geht. Was bist du denn für einer? Ah, Explosivschuss. Aufgeladene Salve. Okay. Halte die Waffenmod-Taste, also rechte Maustaste gedrückt, um eine Salve mit 3 Geschossen mit minimaler Streuung aufzuladen. Und Explosivschuss, halte die Waffenmod-Taste gedrückt, um einen bogenbildenden Explosivschuss aufzuladen, okay. Geht anscheinend beides. Und immer die Waffe gedrückt halten. Verstehe jetzt nicht ganz, wie sich das unterscheidet. Ah, ich aktiviere die hier über die Felddrohne anscheinend, ja? Okay. Ja, holen wir uns mal den Explosivschuss. Bedanken wir uns auch noch freundlich dazu. So, nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ich höre da im Hintergrund doch schon was. Ja, schön. Der Explosivschuss, der kann ein bisschen was. Batz, ich schnappen wir uns. Na komm, dich kriegen wir doch so. Komm wieder zurück, mein Freund. Trink wenigstens noch einen Tee. Na komm, hoch hier. Da geht's nicht hoch. Dann holen wir uns die anders. Oh, hier gibt's Musik. Hat das was zu heißen? Na komm, wir waren auch noch nicht fertig mit dir. Sehr schön. So, jetzt, ich will noch darüber. Da gab's die Rüstung. Komm. Alle wollen sie etwas Aufmerksamkeit. Du bist ja noch da, wo kommst du denn her, mein Freund? Ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Drüben kommen sie nach? Ja, komm. Der tat weh. Oh, da geht's weiter. Was? Die letzten Worte eines Sportlehrers. Mehr trifft er doch eh nicht. Im Sprung kann ich leider diesen Explosivschuss nicht loslassen. Aber auf die Nähe. So. Na, wen haben wir denn da oben noch? Okay, wenn er schon so dasteht. Na, komm. Und bam. Komm ich da irgendwie rüber? Ja, kommt man. Warte doch.
Ah, mit dir hätte ich nicht gerechnet, dass du schnell stirbst. Ja, ist ja gut. Na, jetzt brauchen wir langsam ein bisschen Leben. Schauen wir, ob es hier noch irgendwo reingeht. Notfallsperrung. Natürlich nicht. Ah, ist das nicht Nebel? Warum auch? Die letzten Worte eines Sportlehrers, alle Speere zu mir. Der ist auch gut. Ja, komm. Bisschen Leben und Rüste. Da rüberspringen, schätze ich mal, und weiterrennen, oder? Sieht er genauso. Die Musik peitscht einen auf jeden Fall gut an. Komme ich nicht rüber. Na, so doch nicht von hinten einfach. Die Leben nehmen wir mal noch. So. Ja, jetzt geht's doch hier weiter, okay. Was haben wir hier noch? Nichts. Gibt's hier noch irgendwas drin? Auch nicht, schade. Servus und willkommen zurück. Na? Willkommen bei der UAC. Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall. Na, wenn ihr es sagt. Ja, das war anscheinend das erste Level. Ich schätze mal, die Sachen hier haben wir noch nicht freigeschaltet. Machen wir mal weiter. Huch, jetzt bin ich ja aus dem... Na, komm, wo ist Doom? Da ist Doom. Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss Sie Ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe Ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Klingt schon mal gut. Mission-Herausforderung. Während zu Beginn einer Mission ermittelt, schließt du sie ab, erhältst du Waffenpunkte im Reiter Mission des Dossiers. Kannst du dir einen Fortschritt sowie die Voraussetzung ansehen? Ja, okay, was haben wir denn hier alles? Töte zwei Besessene mit einer Abzugsbetätigung oder Schrotflinte. Abwechslung ist die Würze des Todes. Führe 5 verschiedene Glory-Kills bei Besessenen aus und großer Entdecker finde 3 versteckte Extras. Was kriegen wir dafür? Hier sowas? Nee, das ist nur die Map. Ah, okay. Sehr schön, das ist die Map. Kann man die sich noch anders zoomen, ja? Drehen vielleicht noch? Ah, okay, mit C, ja. Hier sehen wir dann wahrscheinlich so ein bisschen Kram. Verstehe ich. Aber was wir jetzt dafür bekommen, wissen wir noch nicht. Na gut. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Na hallo. Ich sterb zu schnell. Ich brauch doch die Finisher. Na? Rechts oder links? Hier höre ich's schreien, das klingt doch gut. Nee, die schreien hier nur. Okay. Na? Hier nicht, da nicht. Müssen wir doch zurück, wo dahin, wo sie so schreien? Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge. Ich befürchte es. Ich befürchte es. Ich auch irgendwo raus.
lasst uns doch durchgehen. Ihr wollt mich nicht rauslassen. Gut, vielleicht müssen wir die Hauptenergie irgendwo aktivieren. Ja. Gut. Hier nicht. Hier fahren wir doch schon, hier geht's auch nicht weiter. Das sind keine Hebel, nein, das lerne ich auch noch irgendwann. Hauptenergie offline. Sämtliche vielleicht irgendwie Zugänge rein? Nein. Außer Betrieb. Komm nochmal drücken, wenn es eben nicht geholfen hat. Hier runter, hier auch nicht. Es muss doch hier runter gehen, komm. Offline. Sämtliche ja. Zugänge sind außer Betrieb. Auch nicht? Na Leute. Kann ich schon abschießen davon, oder? Ich muss doch hier durchkommen. Wir hier raufklettern vielleicht? Nee. Da geht's auch nicht lang. Ist das hier ein Auto? Ja, okay, da geht immer noch nicht. Ich würde hier gerne eigentlich hier lang. Das klingt so vertrauenserweckend. Sind außer Betrieb. Okay. Ja, ihr schreit da unten alle fleißig. Geht's vielleicht hier irgendwie unten lang? Jetzt erschießt er das Fass. Hat auch nicht mehr gebracht. Hier unter uns seid ihr da unten. Ist wieder ruhig. Oh! Okay. Nee. Schade, ich dachte, die Tür wäre offen. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Was sagst du hier? Transfer abgeschlossen. Okay. Granata. Ja, da vorne meinst du? Hier auch nicht. So. Klettern kann er, glaube ich, hier nicht in dem Fall. Durchkomme ich auch nicht. Ducken gibt's gar nicht. Doch, Ducken gibt's. Vielleicht kann ich mich irgendwie durchducken. Nö. Komme ich denn zu? Wir schauen mal in die Map. Vielleicht zeigt die uns ja was. Ja. Gut, da unten geht's nicht weiter. Und hier vorne müsste es dann ja irgendwie weitergehen. Ich weiß nicht, was hier der Tunnel noch soll. Die Tür beim Schalter? Die Tür beim Schalter. Danke! Manchmal sieht man ja den Baum, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jetzt geht's los. Sehr schön. Sieht man auch ein bisschen was? Lassen wir mal die Sonne rein, ne? Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei dem, was ich gesehen habe. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Klingt auf jeden Fall nach einem klugen Plan. Vollkommen nachvollziehbar, wer hätte sich nicht so entschieden. So, das blinkt schon so, da müssen wir doch nochmal ran.
Haben wir jetzt eine Map? Ja. Vor allem jetzt, okay. Da dies deine letzten Momente. Da sehen wir mal die ganze Map. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenopfer. Erzählt sie es uns nochmal. Nein, sei ruhig. Meine Schwester, oh, oh, warte mal. Kommen wir da irgendwie hin? Sein. Ihr werdet einen so? Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen Nein. haben werde. Wir werden Teil ja. einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Das sieht doch so nach Secret jetzt. Aus. Sorry, falsche Taste. Gucken auf C. Ja, so eine Taschenlampe wäre noch schön. Dann könnte ich auch sehen, ob hier in der Ecke noch was ist. Sehr schön. Ich glaube an Ehrlichkeit. Nein, nicht nochmal. Schnell weg hier. So, jetzt geht wahrscheinlich auch das hier. Ich glaube an Ehrlichkeit. Ja, verstehen wir ja. Kück, kück. Ha, angetäuscht. Na kommt, ich lasse dich doch nicht am Leben. Quatsch. Na, noch jemand ohne Fahrkarte? Na kommt. Euch zwei doch noch. Ich glaube an Ehrlichkeit. Ja, ja, du glaubst an Ehrlichkeit. Das wissen wir doch. Ja, ein bisschen Munitioni. Wenn noch irgendwas Schönes hier, das war's. Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Tür geht wahrscheinlich wieder nicht auf, ne? Das sind immer so versperrte Türen. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen habe. Und das. Keine Granaten mehr, na gut. Das sieht doch nach Spaß aus. Dim, 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 dim. Da drüben schießen sie schon. Oh, jetzt geht's ab. Das geht flink, das geht flink. Dämonenpräsenz eliminiert. Würde ich auch sagen. So, gibt's jetzt hier noch irgendwas extra? Und da oben kommen wir doch rauf, oder? Na, so nicht. Nee. Nee, will da nicht greifen. Irgendwie kommen wir da bestimmt doch rauf. Mal hier vorne an der Ecke vielleicht? Dass uns da ein Secret entgeht. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Was haben wir hier? Wo ist das denn hin? Irgendein Eintrag, na gut. Okay, leuchtet? Ne, ist nur normales Leuchten. Oh! Hallöchen, was haben wir da denn Schönes? Die Polizei ist um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die besten Herren. Ich hoffe, eine gute Stielkettensäge. So ein Bohrer hätten sie uns auch mitgeben können. Rem, 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 rem. Ah, hier passiert sogar was. Na gut. Dann mal los!
Oh, war's das schon mit der Kettensäge? Das kann's doch nicht sein. Ich hatte sie doch gerade erst neu. Ich will nochmal die Kettensäge. Was geht denn hier eigentlich? Na gut, erstmal die Leben. Zugang gesperrt. Wahrscheinlich. Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erfolgt. Ich hatte sowas schon befürchtet. Was haben wir hier? Ja. Was passiert mit dem Freund? Ich brauche wieder Benzin. Ah, okay. Wo haben wir sie irgendwo? Kann ich sie auswählen? Nee, leider auch im Moment nicht. So. Ich schätze mal, wir müssen hier irgendwie durch. In einer bestimmten Zeit und was machen. Kommt das irgendwie hier vorbei? Wie fängt das an? Dann da hoch. Dann da weiter, okay. Wahrscheinlich muss ich irgendwie da rauf. Muss ich da rauf jumpen? Oh, erstmal hier. Benzin. Na, das war doch das, was wir brauchen. Wo ist sie hin, die Kettensäge? Komm, nur mal antasten. Und hier geht's auch weiter. Jetzt hätte ich nur gern die Kettensäge. Oh. Mit Steuerung muss ich noch ein bisschen aufpassen. Hier noch irgendwas Interessantes? Ne, nur neben. So, können wir jemanden auf den Kopf mal hüpfen? Bei dir probier ich's mal. Ne. Ah, es wäre natürlich hier optimal für die Kettensäge. Also, wenn jemand von euch weiß, wie ich die auswähle, schreibt's mir bitte rein. Jetzt haben wir hier Zugang gesperrt. Geht's wieder nicht weiter? Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Noch mehr Benzin. Das wär's doch, Leute. Das wär's doch. Optimale Kettensägenzeit. So, wie wähle ich die aus? Komm. Das brauchen wir doch noch. F. U. Letzte Waffe. Verstehe ich. Gucken. Na gut. Da haben wir sie. Ich weiß nicht wie. Aber ab geht's. Oh, die zieht ja gut Benzin. Herz wieder rausgezogen. Jetzt geht's doch hier wieder ab. Dim, 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 dim. Nicht so schnell, mein Freund. Ah, du willst doch noch. Ah, die sind mies, die brauchen diese harte Munition. Wenig Gesundheit. Oh, 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 oh. Ah, sehr schön. Bin ich Munition, jetzt wird ja alles knapp. Jetzt
wäre Zeit für die Kettensäge. Servus Sascha, willkommen zurück. Na, wo ist der letzte noch? Ah, der verträgt viel. Es war schon... Ja, ein Ticken knapper. Muss hier, glaube ich, mehr... Nein, sie will nicht mehr... Mehr noch auf Munition achten. Ja, auch nicht. Hier kommen wir doch her. Ja, also ich glaube, auf der schwersten Schwierigkeitsstufe ist es nochmal eine andere Herausforderung. Aber es macht auf jeden Fall Laune. Und man kriegt es ja mittlerweile auch echt relativ günstig. Was geht hier ab? Aufzug rufen. Okay, ist wieder so eine Animation. Gehen wir mal hier rein, das sieht doch vielversprechend aus. Doom Eternal müsste doch erst im Laufe des Jahres rauskommen. No ads, no money. Bisschen Leben. Was haben wir denn hier? Aufgeladene Salve. Oder Explosivschuss. Ja, ich glaube, dieser Explosivschuss war eigentlich ganz vernünftig. Den können wir behalten. Ich hätte gern eher so einen kleinen Kugelvorrat für die Schrotflinte. Zugang gesperrt, okay. Okay, da kommen wir her. Kann ich hier runterhüpfen? Kommen wir doch auch her, oder? Na, das sieht gut aus. Ach, da hätte ich nicht warten dürfen. Na, da wollen wir noch rein. Okay, Zugang gesperrt. Jetzt mal so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm hier. Lieber noch nichts öffnen, bevor es so richtig losgeht. Hä, hier war ich doch. Zugang gestattet. Na gut. Willkommen in der Marsstation der UAC. Sie befindet sich im Einschlagbecken der Hellas-Tiefebene. Ich kann beide nehmen. Nein, ich glaube, ich kann nur eine dieser Spezialisierungen nehmen. Auf die Probe gestellt. Als Angestellte ist Ihre Loyalität nicht nur eine Verpflichtung für die UIC. Was haben wir denn hier? Ist das ein Rocket Launcher? Vielen Dank. Das sieht doch gut aus. Schweres Sturmgewehr. Okay, kein Rocket Launcher. Ja, diese Leben tanken. Was haben wir hier? Öffne Luftschleuse. Und Speicherpunkt erreicht. Okay. Um konstante Produktionskapazitäten sicherzustellen. Wollen wir uns noch umschauen? Ach komm, was soll's, gehen wir weiter. Ah, Kettensäge wird mit G ausgewählt. Vielen Dank. Okay. Das, also wenn ich so viel Waffen kriege und volle Leben, das kann nichts Gutes bedeuten. Ja. Oh, 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 die Kugeln fliegen ja nur dahin. Die Mucke kommt auf jeden Fall immer krass bei dem Spiel. Komm, renn doch nicht weg.
Ach, der hat den voll für mich abgefangen. Ah, die sind härter, ja. Ah, keine Kugeln mehr. Wenig Munition, er weiß sich selber. Komm, das kriegen wir noch. Okay, du wolltest nicht mehr. Was ist das denn hier? Rhetorenanzugverbesserung. Okay. Das hätten wir vielleicht ein paar Sekunden früher gebraucht. Oder warum nicht dauerhaft? Okay, dieser Prätorenanzug, der rockt. Der rockt, das kann man sagen. Ich will den nur nicht wieder verlieren. Schnell Munition tanken. Dann rufen wir uns mal einen Aufzug. Ich würde sagen, wir schauen uns noch kurz um. Hier gibt es doch bestimmt noch was zu ergattern. Eine oder andere Kleinigkeit in der einen oder anderen Ecke. Ja, also wenn ihr Easter Eggs kennt, dann sagt die gerne an. Wenn wir das hier mitnehmen können, ist doch cool. Ich glaube, mit Spoilern bei so einem alten Spiel muss man sich auch nicht mehr so haben. Oh, warte, das ist Benzin. Okay, mit der Verbesserung reiße ich sie komplett aus. Ja, das haben wir gesehen. Das kommt auf jeden Fall sehr ordentlich. Das war gar kein Benzin, das war der Tank hier. Kann ich mir die irgendwie aufheben oder löse ich die mal automatisch aus? Das wäre noch interessant. Sonst, wenn ich die sammeln kann, klar, dann muss ich die sparen. Sonst muss ich mal genau timen, wann ich die nehme. Oh, warte mal, geht's hier unten irgendwas? Sieht doch so verdächtig nach. Hier könnte sich noch was verbergen aus. Nee. So, da oben ist aber was. Ich schätze mal, da laufen wir dann jetzt eher bei erst hin. Oder? Komme ich da anders irgendwie hin? Gehen wir mal weiter. Ah, okay, genau, Gleis. So dachte ich das auch. Also immer schön mit den Verbesserungen warten. Bis die Kacke richtig am Dampfen ist und sie dann auswählen. Ich habe deinen Zugriff auf den Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Irgendwie traue ich ja diesem Samuel Hayden nicht ganz. Weiß auch nicht, wieso. Ich habe das Gefühl, der hat noch was mit uns vor. Das gefällt uns vielleicht nicht. Ja, Leute, hier sollte es weitergehen? Oder war ich jetzt nur im Aufzug und fahre zurück? Nochmal hoch. Ja, runter. Na gut, der Wegpunkt sagt so. Und da geht's los. Befürchte, ich verschwende hier schon wieder meine kostbare Munition. Machen wir es doch erstmal so. Hm? Muss doch hier rein. Nein, diesmal nicht. Da gehen wir mal darauf. Na komm. Na, hüpf. Sehr schön. Jetzt haben wir hier noch endlich die schöne Rüstung. So weit hüpfen. Können wir da rüber? Können wir da rüber hüpfen? Wäre es zu frech. Schöne Aussicht auf jeden Fall.
ne? Das klingt alles immer so böse. Warte, dein Kollegen immer noch und dann kümmern wir uns um dich. Bisschen umständlich. Was haben wir hier? Granaten? Haben wir anscheinend schon. Gibt's hier noch was Schönes? Guck, guck. Oh, der ist rübergehüpft. Nicht schlecht. Ah, geht hier irgendwas? Schauen wir uns mal an. Typische Koffein- und Nudelkonsum am PC-Arbeitsplatz. Natürlich ein gesperrter Zugang. Kann es nicht auch anders sein. Auch nicht. Zurück geht's auch nicht. Okay. Hier liegt doch wieder was. Na, was haben wir denn hier? Das ist nur das MG. Ja. Zugang immer noch gesperrt. Will das Spiel noch irgendwas von uns? Das könnten wir hier noch übersehen haben. Okay, ja, die haben wir schon kennengelernt. Die Bursche mit Schild. Öffnet uns aber auch nicht die nächste Tür. Nö, hier auch nicht. Sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr schön aus. Grafik und Leveldesign. Das können sie. Sicherheitsaktivierung erforderlich. Ja, gut. Nehmen wir mal das Terminal. Komm, schnell, Wander. Die war auch noch. Granate hat den Rest hoffentlich erledigt, ja. Ah, eigentlich wollte ich dich so machen, aber gut. Na, ist doch was für uns. So, Prätorenanzugverbesserung. Im Reiter Prätorenanzug kannst du deinen Anzug auf verschiedenste Weise verbessern. Investiere deine Prätorenanzugmarke in verfügbare Verbesserungen und sieh dir die Voraussetzungen für weitere freischaltbare Kategorien an. Okay, was haben wir hier? Umweltwiderstand. Verbessere die Resistenz gegen Umwelteinflüsse und Explosionen. Area Scanning Technology. Verbessere die Effektivität deiner Navigationssysteme. Also bei meinem Geschick gerade sich hier durchzunavigieren, vielleicht auch nicht schlecht. Ausrüstungssystem, verbessere Kapazität und Nachladezeit. Ich würde sagen, da gehen wir erstmal drauf bisher, würde ich sagen. Verstärkereffektivität. Verbessere die Effektivität von Verstärkern. Und verbessere das Tempo bestimmter Aktionen. Nee, verbessere das Tempo bestimmter Aktionen aus. Das ist nicht so richtiges Deutsch, aber egal. Müsste bessere dann heißen, meine ich doch. Kriegen wir aber eh noch nicht. Also ich würde meinen, wir gehen erstmal hier auf jeden Fall darauf, wenn wir drauf gehen könnten. Haben wir noch nicht 2 Punkte. Ansonsten wäre ich sogar eher für Effektivität. Und bitte keine Werbung, Freunde. Auch wenn ihr auch live seid, das hilft euch nicht wirklich weiter, kann ich euch sagen. Ich heb mir den Punkt erstmal auf, weil ich will eigentlich gleich hier mehr Rüstung aufnehmen können, beziehungsweise mehr Munition. Oh, da gibt es noch ein bisschen Muni. Wollen wir anschauen, wo wir das alles dann verbessern. Hier sind Monster, nein, Bereiche, Datenbank. Okay.
Okay, Arsenal, ja, sehe ich auch. Da haben wir das, okay. Geht das jederzeit, wäre auch noch interessant, aber ich gehe mal von aus. Hier ist sonst nichts mehr, nee, sieht gut aus. Komm ich da jetzt her? Ja. Double Jump gibt es nicht? Na komm, jetzt dreh dich doch um. So, endlich. Also ich kann hier, ups, ich zeig's euch mal. Einmal jumpen und... Ja, also Double Jump ist, glaube ich, nicht. Hätte aber, finde ich, auch hier durchaus reingepasst. Ich finde, das ist so ein Shooter, der könnte... einen Double Jump vertragen. Wahrscheinlich durch die Mitte. Ja. Begib dich zum Vega-Terminal. Das ist ein Geschenk. Was haben wir denn hier Schönes? Nimm es. Ja. Es wird dich stark machen. Wenn er sagt, dir auf deinem Weg helfen, wenn du den Energiestoß überstehst. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir den Energiestoß überstehen. So, leite Energie zu Subsystemen. Rüstung, Munition, Gesundheit. Ich glaube, ich gehe auf Gesundheit. Das findet man hier am häufigsten. Und ich schätze mal, das kann ich erstmal am besten stacken, um so ein bisschen Spielraum zu haben. Findest nachher neue Schuhe, an denen Booster dran sind und dann kannst du auch Double Jumpen. Ah, cool. Sehr cool. Du hast eben reine Argent-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Sehe ich auch so. Ich entsperre dir. Du entsperrst mir, ne? Okay, Alt-Tabben zwischendurch im Marker anscheinend noch nicht. Fenster haben sich hier leider ein bisschen verschoben. Den Chat noch gut sehen kann. Mal ein bisschen hier nachjustieren. Ah, komm, was haben wir noch? Das ist noch die Problematik mit nur zwei Monitoren. Restlichen Argent-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. Genau, Vega. Gib mir, was ich will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben. 81% der Einrichtung abgeriegelt. Dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Irgendwer kommt mir. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich. Und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Hätte ich nicht erwartet. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung. Aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Na, wenn du es sagst, dann macht mal los hier, Jungs. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Ja gut, wenn er es sagt. Finde die Ursache. Irgendwer kommt mal diese zweite Stimme bekannt vor. Nicht der Robotyp, sondern der da so nebenredet. Den Synchrosprecher kenne ich irgendwoher. Ich kann es noch nicht zuordnen.
Gut, sehr schön. Damit sind wir aber durch schon mit dem Levelchen. Ich habe anscheinend nur ein von drei möglichen Secrets gefunden. Elite-Wachen, wenn ich das richtig deute, eine erledigt. Wo waren denn die anderen versteckt? Wir wissen es nicht genau. Ah, und ab jetzt gibt's Easter Egg. Also gerne ansagen. Sieht doch schon mal schön hier aus. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Durch Kämpfe kannst du dir Waffenpunkte verdienen, deine Kampfbewertung verbesserst du, indem du während einer Mission so viele Dämonen wie möglich findest und tötest. Ich weiß jetzt nicht, was Samuel mir da reinquatscht, aber er wird schon ein berechtigtes Anliegen haben. Okay. Na, da oben, das sieht doch nach Secret aus. Da hinten sind sie doch schon, oder? Leute, wir sind hier noch beim Ummodeln. So, Mikroraketen, taktisches Zielfernrohr. Fügt ein taktisches Zielfernrohr hinzu, das das Heranzoomen an Ziele mit der Waffenmod-Taste ermöglicht. Ich glaube, das brauchen wir hier weniger. Halte die Waffenmod-Taste gedrückt, um einen Mikroraketenwerfer auszufahren. Das klingt doch nach was für uns. Könnte ein bisschen netter mit dem Gerät hier umgehen, ja, also. Woher dieser ganze Hass? So, aber irgendwie muss ich da oben noch an die Rüstung, nicht wahr? Okay. Sollte anscheinend die Schrotflinte nehmen, wenn ihr so viel Muni für rumliegt, ja. Ich hab daneben hier noch was Gunsten gehört. Hätte ich nicht gedacht, sagt das. Oh. Kommen wir jetzt hier nicht durch? Wird das ein weiter Sprung oder ein tiefer Fall? Schauen wir mal. Ah, rennst du mal auch irgendwo? Du rennst nicht, okay, du rennst nicht, das ist schon Rennen. Das wird ein Fall. Ja, was haben wir denn da? Ein kleiner USB-Stick mit den speziellen Fähmchen drauf, die uns weiterhelfen. Na, okay. Ich hatte hier schon meinen Tod erwartet. So, einmal hochgehüpft. War hier noch irgendwo da? So. Nächste Hüpffläche. Können wir schon die schöne Muni nicht mitnehmen. Das ist echt traurig. Also ein bisschen mehr könnt ihr doch tragen. Ich glaube, die Synchro-Stimme von den anderen Typen, die gibt es in vielen, also die muss es in mehreren Filmen geben. Das Van Helsing kenne ich, also daher kenne ich sie glaube ich nicht, aber aus irgendeiner Sci-Fi-Serie oder so. Oh. Ja, es sind ja echt Mikroraketen, ne? Also, ich schätze mal, wir können jetzt den Sprung, kommen wir da rüber? Na? Das ist doch die Rüste. Ah, was beiläufig spielend. So. Hier geht's nicht weiter. Ich muss den Sprung scheinbar schaffen. Sprint wäre dafür vielleicht gut. Ja, okay. Das
So. Ja. Sieht ein bisschen nach übermäßigem Steroidgebrauch aus. Lass mich raten. Wo willst du hin? Ach, das macht er da drüben, wa? Das hatten wir doch schon. Vielleicht geht's da drüben ja doch weiter. War doch her, oder Freunde? Na, hier kommen wir nicht her. So viel wie hier zu ist. Die Fässer öffnen wahrscheinlich nicht die Tür. Nee, hier waren wir noch nicht. Das ist. Jetzt zählt noch weiter. Kerntemperatur steigt. Hier schönes. Ja, Freunde, seht ihr nicht gerade, dass Papi was zu tun hat, bitte. Hey, ich werde hier getroffen, das ist so unfair. So, mehr Gesundheit. Dürften weg sein. Ich gehe mal lieber auf die Schulter. Irgendwie glaube ich, braucht man dieses MG noch. Ah, ein bisschen Rüste. Schadet ja auch nicht. Ja, der Lavastrom. Naja, von hier. Das sah grafisch nicht gerade so perfekt aus, aber. Hey. Wir haben alle Ecken und Kanten. So, Schlüsselkarte. Der blinde Rat beobachtet sie. Wer beobachtet mich? Gehen hier auf den Podest. Leg den Hebel um. Einer Hebel wird was passieren lassen. Na, komm. Müssen wir jetzt ziehen. Okay. Da unten ist auf jeden Fall was, aber da bewegen wir uns jetzt ja noch hin, oder? Einfach mal gleich runterspringen? Eiskalt, alles überspringen? Nee, komm. Schau dich um. Okay, wir schauen uns um. Schauen uns um. Echt hier direkt am Spot. Nein! Okay. Das ging jetzt ein bisschen schneller als geplant. Ich weiß nicht, ob das zu früh war und zu geplant, dass ich hier schon lande. Auch nicht weiter. Dann gehen wir doch mal hier rüber. Ich befürchte, ich habe jetzt einen Teil übersprungen. Bleib stehen! Oh, jetzt geht mir gleich die Schrotflinte wieder aus. Oh Gott, du bist nicht ohne. Und das will ich nicht damit bekämpfen. Oh, so gut, so hart war er gar nicht.
Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Wenig Munition. Dann machen wir es halt so. Mal ein bisschen Rüstung mitnehmen. Gibt's hier noch? Gibt's noch? Komm. Kurz noch lang, aber ich schätze mal, da kommen wir nur wieder zurück. Vielleicht komme ich noch mal hoch. Kriegen wir vielleicht noch unser Easter Egg? Nee, hier kommen wir nicht durch. Ist irgendwas zum Öffnen? Mal noch hochhüpfen. Noch mal ein Schild. Können wir leider alles nicht mitnehmen. Hier geht's rein. Oh ja, hier sind noch ein paar Freunde. Komm, du hast bestimmt was für uns. Sieht nach einer Keycard. Och komm Leute, nicht in der Animation. Ich meine, es ist realistisch, aber es ist ein Spiel, es ist eh nicht realistisch. Oh oh. Der sieht auf jeden Fall härter aus. Der sieht sehr viel härter aus. Kümmere ich mich erstmal um seine Atzen. Ich habe das Gefühl, dass er da bei mir schon rumhängt. Mir geht die Muni aus. Komm, komm, komm! Ja! Wow! Sah härter aus, als er war. Okay, nochmal überlebt. Ja, es müssten Granaten sein. Nö, tun ihm nichts. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder bei der Plattform mit dem Hebel angekommen. Und rechts davon sollte irgendwas sein. Da höre ich noch Schreie. Vielleicht geht es hier rein. Ja, das sieht mir fast nach dem Secret aus. Cool. Jetzt seht ihr auch mal so ein bisschen das alte Doom. Und eigentlich immer noch schönerer Grafik, als es wirklich war. Sehr cool. Auch mit der Mucke. Eigentlich ist es so doch noch fast... Ey, der war's um die Ecke, mein Freund. Das ist lame. Eigentlich ist es so doch noch fast cooler als das Richtige. Komm, schön Muni. Geht das hier ewig weiter? Sehr schönes Zusatzlevel. Schätze mal, wir gehen hier wieder raus. Wollen es aber eigentlich gar nicht.
Gibt's noch irgendwas? Irgendwas? Nee, komm. Ja, sehr, sehr nice. Hat sich doch nochmal gelohnt, zurückzugehen. Auf jeden Fall schöne Easter Eggs. Oder schönes Easter Egg bisher. So, hier kommen wir aber nicht weiter. Ich glaube aber, auf dem Weg haben wir jetzt viel ausgeräumt, ne? Ich schaue mich mal ein bisschen noch um. Na. Alter. Warum kommst du so auf einmal angeschissen? Ha, hat er sich so gedacht. Speicherpunkt erreicht. Oh, die Rüstung da unten würde ich gerne eigentlich noch wieder mitnehmen. Komm, einmal hier rüber gehüpft. Nur 25. Bisschen knauserig. Ich hätte eigentlich gedacht, wir müssen nach unten weiter. Denken Sie dran, der blinde Rat beobachtet Sie. Aber sieht mir auch so aus, als ob es hier weitergehen würde. So, hier ist wieder irgendwas. Na, was haben wir hier? Persönlicher Eintrag. Konzentration und Engagement. Okay. Da haben wir wieder einen von den Big Bossen, ja. Dich noch schnell ausschalten. Mit ihm will ich es mehr gemütlich machen. Kriegst aber viel, großer. Oh, na, was haben wir denn hier drin? Haben wir doch so ein schönes Geheimnis gefunden. Ich schätze mal, da an die Tür geht's rein. Gucken wir mal nach hier rum. Achtung, Kerntemperatur steigt. Das hatte ich schon fast befürchtet. Kettensägenzeit. Na dann. Jungs, 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 nicht weggerannt. Ja, die Kettensäge hätte ruhig noch ein bisschen länger gehen können. Oh oh, oh oh, der Big Boss. Komm. Ja, oh, für den hebe ich mal lieber das MG noch ein bisschen auf. Dämonische Bedrohung reduziert um 50%. Na, dann bin ich ja beruhigt. Komm, hier gibt es doch noch ein bisschen was. Ja, Munition haben wir anscheinend voll. Okay. Jetzt sind die Map aktualisiert. Na, wo haben wir sie denn? Genau. Schauen wir doch nochmal. Okay, ich schätze mal, alles Blaue haben wir schon durchlaufen. Ich glaube, da unten die Teile haben wir dann wahrscheinlich... Ja, da habe ich nicht mehr fleißig genug gesucht. Ne, das da unten, das kleine Areal. Das ist uns entgangen. Da hätte es hier, könnte ich mir vorstellen, nochmal ein paar Secrets gegeben. Aber gut. Blaue Schlüsselkarte und weiter geht's. Oh, Rüstung, Rüstung, Rüstung. Kommen wir nicht an den Flammen vorbei? Dagegen, da hüpfen wir wahrscheinlich gegen, ne? Ja. Irgendwie muss ich hier zwischen runter. Ich will diese Rüstung. Da. Sehr gut.
So, hier haben wir deine Karte. Hier haben wir alles leergefegt. Schön. Schauen wir doch mal weiter. Hä? Hier waren wir doch. Ja, aber ohne dich. Warum hältst du denn so viel aus? Oh, und gleich der nächste seiner Art. Oh, der zieht auch, der zieht auch. So, ich hoffe, von dir gibt es keinen weiteren. Sonst kriegen wir echt Probleme. So, genau. Hier, haben wir hier schon. Oh oh, ich befürchte Übles. Nämlich, dass wir eigentlich noch mehr Munition brauchen. Bevor ich da dieses Herz gleich rausreiße. Aber hier gibt es doch Leben. Dann holen wir uns mal das Herz hier. Nicht genug Muni für den Spaß hier. Wo seid ihr noch? Na? Da oben? Schoss doch jemand. Na dann kommt mal her, Freunde. Ich hab da doch was für euch. Oh oh. Boah, schnell zieht das MG. Nein, das ist nicht das MG. Komm, 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 komm. Boah, die sind immer noch heftig auf die Nähe. Dämonische Bedrohung reduziert um 75%. Na, das ist doch schon mal was, so. Sind wir wieder hier. Ich bin letztes Mal runtergehüpft. Na? Ich dachte, ich wäre schon fertig mit euch. Kommen wir doch aber her, oder? Hier kommen wir doch her. Wo Gegner sind, da geht's doch immer hin. Ich bin jetzt nicht nur für ihn runtergesprungen. Nee, hier drinnen schreit noch einer. Jetzt hier rein, nee. Hier irgendwie gefühlt über mir, ne? Wie, das war's schon? Hier bin ich auch schon lang. Na gut. So, mal schauen auf die Map. Ich schätze mal, ich muss... Na? Hier oben in dem Bereich wahrscheinlich. In den Komplex noch? Sieht auch echt immer alles heftig aus, wo man schon war. So, hier in die Richtung, okay. Aber auch nicht richtig weiter, war. Das ist doch nur die hinterste Tür. Na. Da muss irgendwas sein noch. Das haben wir aber, glaube ich, alles schon.
Wo kommen wir jetzt wieder hoch? Vorne. Den letzten Bereich kriegen wir aber so nicht. Na komm, bleib mal stehen, Kater. Nee, eigentlich wollte ich ja da hinten hin. Da muss doch noch irgendwas sein in die Richtung, oder? Über uns aber. Hier geht's leider auch nicht durch. Mano! Guten Abend, Sascha Fetz. Willkommen zurück. Okay, alles wieder raushüpfen. Bisschen Money, na gut. Die Richtung eigentlich. Oh, jetzt brennen wir ja. Nee, hier geht aber auch nichts zu öffnen. Ich wüsste gern, warum komme ich da nicht ins Areal rein? Da vorne, hier irgendwie durch. Kann ich da einfach durchrennen? Nee, da brutzeln wir uns nur an. Irgendwie ausschalten? Feuerlöscher hat er jetzt natürlich auch nicht zur Hand. Was haben wir denn hier? Wenig Gesundheit, aber das leuchtet so. Ja, das sieht doch gut aus. Na, wunderbar. Oh, oh, oh. Oh, 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 das ist nicht gut. So wenig Leben und jetzt da so ein Herz rausziehen. Ein bisschen Leben hätte ich vorher gern noch. Rüstung ist ja schön für den Anfang. Na gut, kann man irgendwie zwischenspeichern? Nein, kann man nicht. Dann wird das jetzt spannend. Ich brauche euch eigentlich zum Töten. Ich brauche eure Gesundheit. Ja, gut, die Animation hat nicht so perfekt geklappt. Komm. Deine Gesundheit will ich haben. Deine auch. Komm. Ja, ich heile mich an euch. Das klappt auch noch hier gut. Na, die Musik ist noch nicht vorbei. Naja, gut. So, jetzt haben wir noch einen Waffenpunkt. Na, den, da wollte ich eigentlich nicht rauf. Hier, Rüstung müssen wir doch jetzt. Ausrüstung. Tempoladung. Verkürzte Nachladezeit für Ausrüstung. Ah, eigentlich wollte ich ein bisschen mehr mitnehmen. Erhöht Anzahl der Ladungen bei Ausrüstung. Noch weiter verkürzte Nachladezeit. Schade, ich dachte, ich kriege damit erstmal mehr Kapazität rein. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Könnte ich natürlich mir auch so einen Verstärkereffekt holen? Oder Umweltwiderstand. Verbessert die Resistenz gegen Umwelteinflüsse und Explosionen. Senkt den Schaden durch explosive Fässer und Umwelteinflüsse. Weniger Schaden durch eigene Waffen. Explosive Fässer richten bei dir keinen Schaden mehr an. Ja, ist ja auch nice to have. Starten wir erstmal damit. So. Was kriegen wir hier noch? Die Automap deckt Erkundungsgegenstände in einem größeren Bereich auf. Ja. Können wir vielleicht auch noch irgendwann verfolgen. Wenn ein Verstärker aufhört zu wirken, wird eine gefährliche Schockwelle ausgelöst. Na, das klingt doch gut. Das holen wir uns erstmal. So, ich glaube, ich habe jetzt noch Waffenpunkte. Erhöht die Größe. Ah, sehr schön. Die Explosion entfernt die Aufladezeit eines Explosivschusses.
Reduziert die Aufladezeit zwischen Explosivschüssen. Ein bisschen mehr Power kaufen wir uns mal. Und entfernt die Aufladezeit. 3 Punkte ist aber ein bisschen viel dafür. Schauen wir erstmal, was das MG noch bietet. Reduziert die Munitionskosten. Aktiviere sofort die Mikroraketen, wenn sie bereit sind zum Feuern. Nee, reduziere mal die Kosten. So, kriegt ihr auch noch was. Verkürzt die notwendige Zeit, um einen aufgeladenen Energieschuss vorzubereiten. Verkürzt die Erholungszeit der Pistole nach einem aufgeladenen Energieschuss. Bewege dich mit voller Geschwindigkeit bei Nutzung von aufgeladenen Energieschüssen. Das klingt doch erstmal gut. Das Weitere kostet jetzt mehr. Warten wir da noch, bis wir ein bisschen mehr kriegen. Turbinenraumtüren jetzt offen. Na, wenn sie es sagt. Was macht denn noch hier das Hintergrundgeräusch? So. Dann müssen wir jetzt da oben wieder hin, okay. Schnell ran. Und geradeaus dann links weiter. Oh, oh, oh. Die große Tür. Was haben wir denn hier Schönes? Plasmagewehr, okay. Joa. Keine rechte Maustaste dafür, okay. Können wir hier rein? Nee. Kühlturbine aktiviert. Sicherheit am Arbeitsplatz, natürlich ganz wichtiges Thema auch hier. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Munition. Na dann, wird wohl ein bisschen aufgeräumt. Ich will an euch ran, Freunde. Dass die aber auch alle so ein Genick haben und so, ne? Also. Ganz klar. Auch Dämonen haben ein Knochengerüst und Genick. Lernt man ja schon im Biologieunterricht der 3. Klasse. Ja, du lebst ja noch. Wie kann das denn sein, mein Freund? Ah, die gefällt mir. Oh oh. Lasst mich in Frieden. Oh, das tut doch weh, mein Freund. Na gut, das MG muss hier wieder ran. Jetzt ist mir die ganze Rüstung kaputt gemacht. Einen schönen Abend dir auch noch, Linus Price. Einen schönen Abend, oder Linus. Ich weiß nicht, ob dein Name auch Linus ausgesprochen wird. Na? Ist da noch ein bisschen was los? Wo seid ihr noch? Ist doch nicht immer wegrennen von mir. Na, du schon. Jetzt gibt's schon 2 von euch. Schnell.
Komm, jetzt aber finishen. War doch noch irgendwo einer ohne Fahrkarte? Okay, das war's dann auch mit ihm. Ich schätze mal, da oben geht's dann weiter. Ich muss noch ein bisschen Rüstung mitnehmen. Die Kerntemperatur ist jetzt stabil. Na dann. Ein primärer Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Könnte. Ich meine, wer hängt hier sonst noch rum? Aber sie wird es wahrscheinlich sein. Nehmen wir das mal hier noch mit. Autorisierung Olivia Pierce Alpha 4-0. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sämtliche Energie zum Argent Tower umgeleitet. Sie will das Portal zwischen ihrer Welt und unserer öffnen. Hättest sie sowieso niemals retten können. Tja, und jetzt lässt du uns hier einfach, oder wie? Gleich keine Munition mehr, Freunde. Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überbrücken. Wir müssen den Argent Tower an der Oberfläche manuell abschalten. So, was haben wir denn diesmal erreicht? Zwei Elitewachen. Zwei? Haben wir nicht mehr gemacht? Eine Felddrohne. Wir haben... Okay, drei besessene ein Fass haben wir noch nicht geschafft. Bordstein fressen, führe drei Tod von oben Glory Kills bei besessenen Soldaten aus. Von oben angreifen, werden wir noch versuchen. Und ein gefleischter Sammler finde zwei Sammlerstücke, na immerhin eins haben wir bekommen. Weiß nicht, was hier beim Kampf diese Punkte soll. Sich erdreisten einzubewerten. Keine Ahnung. Die Ladezeiten sind wenigstens schön sportlich. Olivia nutzt den Turm, um einen Zugang zu deren Welt zu öffnen. Du kannst das verhindern, indem du die Ansaugfilter des Turms deaktivierst. Außerhalb der Basis treten nicht verankerte zwischendimensionale Aktivitäten auf. Für Aufgaben an der Oberfläche wird daher die Arbeit in Teams empfohlen. Ja, bei der Gefahrenlage vielleicht besser. Öffne Luftschleuse. Sieht ja schon ordentlich aus. Da würden wir gerne durch. Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Ich glaube, ich hüpfe gleich mal runter. Hier lieber nicht. Ja, warte, was haben wir denn hier noch Feines? Hallo. Noch ein bisschen Rem hier.
Einmal springen. Ein bisschen Rüstung einsammeln. Na, wo seid ihr denn schon? Ich höre euch doch. Da oben. Tja, eiskalt. So. Durch die Frage, wie ich da rüberkomme. Ah, da lebst du noch, ja? Da können wir nicht ranspringen. Darüber wahrscheinlich. Ja. Es geht schon gut. Was haben wir hier Schönes? Erstmal die Munition. So, Runenprüfung. Schalte mit der Kammschulter 15 Imps aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh oh. Weiß nicht, ob ein Finisher gelten wird. Wo seid ihr noch? Komm. Ja, wir haben auch immer mehr Zeit bekommen, ne? Also so richtig 15 Sekunden waren das jedoch nicht. Servus, Lukas. Okay, im Reiter Runen kannst du deine verfügbaren Runen ansehen und ausrüsten. Du siehst hier außerdem deinen Fortschritt bei der Verbesserung erhaltener Runen sowie die Voraussetzungen zum Freischalten weiterer Runenplätze. Noch haben wir keine Rune ausgerüstet. Was haben wir denn hier? Ansauger. Erhöht die Entfernung, in der du hinterlassene Gegenstände aufnehmen kannst. Dann kann man da schon mal so einen Ausblick haben, was es noch gibt. Ah, sehr schön. Benebelt und verwirrt, verlängert die Benommenheit der Dämonen, erhöht die Menge der Munition. Ah, ja, 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 sehr schön. Gibt es noch ein paar nette Sachen? Okay. Jetzt habe ich den Ansauger. Ah, ich kann nicht noch ein bisschen nachtanken. Moin, Lukas. Mir geht's soweit ganz gut. Ich wünsche dir natürlich gute Besserung, wenn das bei dir nicht der Fall sein sollte. Ah, da oben, das sieht doch nach einem schönen Raum aus. Das sieht schon mal gut aus hier. Oh, so ein kleines Ritual hier abgehalten. Na, ist das der Raketenwerfer? Codex, Eintrag freigeschaltet, Waffenraketenwerfer. Das sieht mir doch ganz danach aus. Sehr schön. Hätte gedacht, dass er wenigstens one-hittet. Ja, ja, doch, wenn man vernünftig trifft. Aber jetzt sollte ich mal die anderen Waffen nehmen. Nein! Nicht! Oh, doch nicht. Okay. Doch nicht in der Luft, Freunde. Ja? Na komm her. Na toll. Ja, du hier, genau. Ganz klar. Überhaupt nicht übertrieben hier auf dem engen Raum.
dachte er sich. Die hätte ich nicht hinfallen sollen. Komm, wir gehen wieder zurück. Folgen uns von alleine. So, jetzt aber weiter. Ich dachte schon, wir sterben, ja? Bin ich da einfach runtergeplumpst? Ah, das Plasmagewehr macht auf jeden Fall Laune. Komme ich da drüben irgendwie hin? Ist hier noch irgendwas? Nee. Geht's doch noch bestimmt irgendwie weiter. Peyton, rennen sie schon. Ey! Flieg doch nicht weg. Vorne sich ein Schutzschild. Hier eine verschlossene Tür. Ja, ja, ja. Hier wird's noch abgehen. Und zwar spätestens jetzt. Oh, 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 oh. Der Big Boss. Wo ist der Raketenwerfer? Ja, sag mal. Wollen die dir gar nichts tun? Ja, doch. Mag sie doch. Ich glaube, das müsste der von oben schon gewesen sein. Na, war's das schon? Das Plasmagewehr geht auf jeden Fall auch gut ab. Jetzt habe ich noch einen Waffenpunkt erhalten. Komm. Geht doch was, der Raketenwerfer. Das ist alles noch gesperrt für. Schade. Schade, die Schrotflinte rüstet immer weiter aus. Entfernt die Aufladezeit eines Explosivschusses. Ja, komm. Kaufen wir uns. Schade, hier fährt ich gerne noch ein paar Extras. Nee, Pistole nicht. Reduziert die Nachwelt. Ach nö, die Raketen fand ich gar nicht so krass. Dann lassen wir es erstmal dabei. Was haben wir hier oben noch? Bisschen Widerstand. Nee, da warten wir auch noch. Okay, ich schätze mal fast diese... Diese Energiewand, da muss ich noch deaktivieren. Na, wen haben wir denn da? Na, das ist fürs MG, ne? Granaten. Huch, geht's hier irgendwo weiter? Secrets, verborgene Plätze, nichts dergleichen. Kleiner Codex-Eintrag. Da kommen wir her. Jetzt hier weiter. Wir deaktivieren den Tower nur für kurze Zeit. Du musst jede Linse einzeln entfernen. Öffne die Scharniere, dann gleiten die Hüllen heraus. Oder so. Energiekontamination entdeckt. Die Erzeugung von Argent-Energie zu verhindern, ist nicht nötig. Ja, wenn er es sagt. Irgendwie so richtig traue ich ihm ja auch noch nicht. So. Da gab es schon eine Anzeige, in die Richtung geht's. Kurzer Blick auf die Map.
komm. Leben brauchen wir noch nicht. Ja, kommen wir irgendwie hoch? Nee, aber noch was Schönes. So. Können wir noch mehr auf Gesundheit gehen, auf Rüstung und auf Munition? Ja, langsam kommen wir mit der Gesundheit eigentlich ganz gut hin. Deswegen gehe ich mal noch auf Munition. Weil da hätte ich gern ein bisschen mehr noch. Ein Kern macht alles Sinn. So, da oben müssen wir irgendwie rauf. Hüpf, hüpf, hüpf. Raketenwerfer-Muni. Oh ja. Komm, zieh das Herz. Dann schon wollen wir auch gleich den vollen Spaß. Komm, hier noch das Schild. Ja, das Gewehr scheint ihm nicht viel zu machen. Nee, mir ist doch wieder so ein Fetter. Lass mich noch etwas im Frieden, Digga. Ist auch eine. Dein Schild ist aber renitent. Endlich, endlich, endlich. Und wieder einen Waffenpunkt erhalten. Damit überhäufen sie uns ja so ein bisschen. Aber leider, die schönen Waffen kann ich noch nicht weiterentwickeln. Ist hier noch irgendwas unten? Nee. 5 Waffenpunkte haben wir. Eigentlich müssen wir die mal loswerden. Hier fehlen mir noch die Felddrohnen, okay. Servus, Ayat Rashid. Und willkommen. Ah, geht's da hinten noch irgendwie rein? Sieht doch richtig aus hier. Die Munition. Ah, der hat immer noch nicht viel Kugeln. Wo ist denn mein MG hin? Da. Hör auf! Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos. Achtung, Energiekontamination. Was du da zerstörst, ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Eine perfekte, unbegrenzt vorhandene Energiequelle. Was geht denn hier alles ab? Mal das nutzen. Na komm. Die Mucki ist einmal angestrengt. Okay, wir kriegen schon mal Leben. Wir kriegen auch Munition. Das könnte uns langsam Sorgen machen. Was ist denn hier runter? Sieht mir doch so aus, als gehen wir da wieder zurück. Was haben wir da oben denn Schönes? Das sieht doch gut aus. Na, wie kommen wir da noch hoch? Wo
Prüfung starten. Zerstöre mit der Pistole 30 Fässer, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay, dann mal los. Vielen Dank, Ayat. Vielen Dank, aber ich glaube, du meinst fast meinen Kollegen mit den Zombie-Horde-Videos, der Max. Aber wie wir schon oft gehört haben, wir sehen uns ja sehr ähnlich, scheinbar, und deswegen, klar. Komm, zerstör sie alle. Ich hab nicht mehr mitgezählt, wie viel ich eigentlich zerstören muss. Oh oh. Okay. Gab's schwierigere Prüfungen? Das war ja doch etwas simpler. Wild draufballern. Benebelt und verwirrt. Jetzt haben wir doch hier so eine neue Rune. Ja, ich komme nicht rüber. Aber erstmal eine Spende. Vielen, vielen Dank, Viking, für deine Spende. Das unterstützt diesen Kanal sehr. Vielen, vielen Dank. Ah, komm, jetzt. Verlängert die Benommenheit von Dämonen oder erhöht die Entfernung, in der du hinterlassene Gegenstände aufnehmen kannst. Nehmen wir mal diese Benommenheitssache. Das klingt doch vernünftig. Vielleicht sollte ich noch ein paar der anderen Punkte vergeben. Hier haben wir auf jeden Fall noch. Naja, ich glaube, da kriegen wir aber nichts für. Ach komm, wir machen mal dieses Area Scanning. Zack, kaufen. So, da drüben gibt's nichts. Gehen wir mal weiter. So. Welches Areal müssen wir wahrscheinlich noch. Oh, warte mal, hier sehen wir so ein Mannequin. Das könnten wir noch uns schnappen. Schauen, wenn es uns nicht zu weit wegbringt. Ich glaube aber, hier könnte es nicht lang gehen, nicht wahr? Die Richtung einmal hier rum, sehe ich keinen Anschluss, aber vielleicht kommen wir von dort nach dort. Hier waren wir schon. Vorne müsste es dann weitergehen. Und hier oben irgendwie. Ja, das sieht doch gut aus. Nochmal einen letzten Blick. Da hinten gäbe es noch. Da hinten gäbe es noch was. Da hinten auch, da komme ich aber her, ne? Naja. Oh, 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 oh. Das ist doch mal eine stattliche Begrüßung. Einer nach dem anderen, Freunde. Ich habe viel Liebe zu geben, aber immer nur für einen. Ja, du bist meiner. Zack. Tschüss, mein Freund. Ah, hier können wir schnell mal tanken. 150 Leben, da geht da noch ein bisschen was. So, anhand der Muni würde ich sagen, kann ich bald öfter das MG benutzen. Denn da finden wir ja hier und da was. Woher die Geräusche? Klettert hier irgendwas? Wollen einen noch nur Kürre machen. Jetzt haben wir hier so einen Waffenmod. Vielleicht kann ich jetzt damit was freischalten. Ja, Hitzestoß. Das Abfeuern des Plasmagewehrs verursacht zusätzlich Hitze, die mit der Waffenmod-Taste als mächtiger Schuss abgegeben werden kann. Und Betäubungsbombe. Drücke die Waffenmod-Taste, feuert elektrifiziertes Projektil ab, das Dämonen-Explosionsradius betäubt. Muss nach Feuern wieder aufladen. Okay. Drücke die Waffentaste, um Raketen während des Flugs detonieren zu lassen.
Erhalte die Waffentaste gerückt, um ein Ziel zu erfassen. Nach dem Erfassen werden beim Feuer 3 Raketen aufs Ziel abgefeuert. Vielleicht für die Großen gar nicht schlecht. Wenn wir uns das mal... Ich wollte noch mehr aus ihm rausholen. Bleib. Nein, es gibt immer nur einen. Ich hab einen schon gesehen, den hätte ich nicht auslassen dürfen wahrscheinlich dann, ne? Da muss ich mit der Waffe rangehen, mir es besorgen. Nicht clever. Nicht clever von mir. Jetzt haben wir hier Monster. Ja gut, die können wir jetzt auch schon. Schießen wilde Strahlen durch die Gegend. Da haben wir ja ein bisschen Sprit noch. So, komm ich, ist hier oben noch irgendwas? Vielleicht ist da oben drauf ja noch was. Hier werden ein paar besondere Pflanzen gezogen. Ich verstehe schon. Na gut. Dann auf ins Getümmel. Schnell abgefrühstückt. Kann ich da drüben auf sowas raufjumpen, wenn es hier vorbeifliegt? Das wäre ja irgendwie cool. Ich weiß aber nicht, wann mein letzter Speicherpunkt ist. Vielleicht sollte ich das lieber nicht tun. Dann kommt auch nichts mehr. Haben schon mit Deppen wie mir gerechnet. Einmal hüpfen. So ruhig, ne? Also in solchen Spielen macht einen das ja immer fertig. Es gibt nochmal Muni, es gibt nochmal Granaten. Das sieht nach Spaß aus bald. Noch mehr Muni, noch mehr Granaten. Jetzt wird aus Spaß langsam ernst. Dämonischer Vorstoß entdeckt. Ja, sag bloß. Ja, genau. Nein, das war meine Chance. Okay, du bist so schon gegangen. Quarz, du bist auch noch dran. Ja, mit dem MG kann man arbeiten. Ich will das Plasma-Gewehr. Kaum noch ein paar Finisher rangehauen. Das sieht so fast nach einem Jump-Pad aus, wa? Warte auf mich, mein Freund. Wo willst du denn hin? Was haben wir hier? Oh ja, hier ist dieses Ding zum richtig ausrasten. Gehen wir noch kurz zurück. Da vorne gab es noch ein bisschen Muni. Moin, moin, Micha. Willkommen. Danke dir auch, Peter Dadul. Und willkommen. So, da oben kann ich... Was sind das hier für Geräusche? Okay, es geht in viele Richtungen. Wir nehmen mal diese hier. Na komm, lade dich auf. Bisschen Raketen, ja, die hätte ich eben auch nehmen können. Und das müsste doch Nummer 3 gewesen sein, nicht wahr? Achtung, Energiekontamination hat kritische Grenze erreicht. Konnte ich noch irgendwo E drücken? Nö, doch nicht mehr. Boah, was bist du denn? Für dich sollte ich den Raketenwerfer, glaube ich, reservieren. Wo ist sie hin?
Nee, du kriegst die normale Pistole, mein Freund. Batz. Komm schon. Na gut. Passt. Habe ich hier aus Versehen das extra schon genommen? Ich hoffe ja nicht. Irgendwo höre ich sie noch schreien in der Entfernung. Wo schreit ihr denn noch? Da unten! Svara? Okay. Nö, das war er noch nicht. Speicherpunkt erreicht. Schauen wir doch mal hier rein. Servus, Lara. Guten Abend. Wir haben diese Technik Jahrzehnte perfektioniert und verkauft. Die Höllenenergie ist dank unserer Wissenschaft nutzbar und sicher. Und wir haben nutzbar und sicher. Das ist natürlich optimal. Für die es keine Antworten gab. Es funktioniert. Du darfst das nicht tun. Na dann, das sollten wir es lieber nicht tun, wenn er es sagt. Er hat ja hier alles unter Kontrolle. Das Ganze wirkt sehr nach kontrollierten Bedingungen. Viel wichtiger ist, wie kommen wir da hoch? Das Jumppad. Hui. Ja, das habe ich, glaube ich, genommen hier, dieses Speeding. Schade. So, jetzt ein kurzer Blick auf die Map. Wir müssen hier rechts irgendwie rum, schätze ich mal. Unten gab es noch Gänge. Da hinten gibt es noch was. Gehen wir doch erstmal hier lang. Ein zügiger Wind. Nochmal einen Waffenpunkt erhalten. So, da müssen wir jetzt auch mal. Waffenpunkte ausgeben. Sind die falschen. Was hat denn der Raketenwerfer? Erfasse Dämonen deutlich schneller als Ziel. Ah, ja. Reduziere die Zeit, bevor eine weitere Zielerfassung möglich ist. Ah. Machen wir es mal so. Was haben wir hier noch? Leider immer noch nichts. Ja, machen wir auch das mal. Komm, kommen wir uns hier so ein bisschen durch. 5 Punkte haben wir nicht mehr. So, die bunte Mischung macht's. Servus und einen schönen guten Abend allen neu dazugekommenen. Haben wir auch einen kleinen USB-Stick. Den speziellen Film drauf. Auch immer wichtig hier in der Apokalypse. So, hier waren wir jetzt aber schon. Ich schätze mal fast, wir müssen noch in dem Bereich weiter. Oder da unten hin. Ist hier noch irgendwas? Was ist das hier? Das ist ein Sammlerstück. Nee, das brauchen wir nicht. Ziel. Ja doch, das sieht so aus, als ob wir hier lang müssten. Hier waren wir auch schon drinne. Müssen wir jetzt hier unten lang weiter? Na, ich glaube nicht. München bei Nacht. Na, so schlimm ist München auch nicht, sicher. Zumindest tagsüber nicht. Na, warum geht der Move noch nicht hier? Endlich. Ach komm, was soll der Spaß? Rausziehen und auslösen.
Oh oh, Zeit für den Raketenwerfer. Bam, okay. Ja, schnell, schnell, schnell ran an sie. Nein, okay. Geht auch so. Das hier brauchen wir nicht mal. Na komm. Ist doch wieder irgend so einer an einem dran. Bam. Speicherpunkt erreicht. Das lassen wir stehen. Das nehmen wir dann gern beim nächsten Mal mit. Die 12 des 9er Rats beobachten Sie. Jetzt nochmal den schönen Stick. Ja, genau, Lara. Also so schlimm sieht München nicht aus. Zumindest nicht am Tag. Ich war schon da. Es ist eigentlich sogar sehr, sehr beschaulich alles. Was mich sehr verwundert hat als Berliner, es gibt dort so Zeitungskästen. Da kann man einfach eine Zeitung... Das dreht einen doch hier nicht mitten rein. Da kann man einfach eine Zeitung entnehmen und muss dafür, also natürlich auch Geld bezahlen, im besten Fall, aber es geht halt auch so. Sowas, glaube ich, würde in Berlin nicht ganz so gut funktionieren. Aber vielleicht schätze ich da auch die Berliner falsch ein. Ja. Nö, nö, macht da nicht auf. Denken Sie dran, die 12 des 9er Rats beobachten Sie. So, okay, wir müssen das da hinten irgendwie öffnen. Manno, was gibt's hier noch? Schöne Anzüge. Haben Sie Zweifel? Natürlich haben wir Zweifel. Wer hat die denn nicht? So, wo kriegen wir diese Tür auf? Ist ja schon mittlerweile etwas komplexer, das Level. Gibt's noch dieses schöne Upgrade? Das lassen wir da mal noch stehen. So, da hinten die Bereiche könnte ich mir natürlich noch anschauen. Aber die MG-Munition schon voll. Schweres Sturmgewehr, nee, leider noch nicht. Ah, mal hier runtergehüpft. So. Bisschen sich zurechtfinden. Hier rechts von mir müsste noch was sein und hier geht's irgendwie noch lang. Kriegen wir noch wieder den schönen USB-Stick. Prätorenmarke. So, ich wollte aber auf die Map nochmal. Schauen wir doch mal. Irgendwie müssen wir die Tür da oben öffnen. Können wir eigentlich nur hier vorne hin, aber ich befürchte, dass wir da auch nur alte, was ist denn hier unten für ein Areal? Alte Strecken nochmal ablaufen. Na, komm. So, ich würde mal. Ah, hier unten vielleicht irgendwie die Bereiche. Ah, das klappt schon. Aufprallschutz. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ahne Übles. Ich ahne Übles. Nein, Gott sei Dank. Boah. Boah, es ist idiotensicher. Na, da haben wir doch noch so einen Freund, der kann uns. Das haben wir da noch nicht abgegradet. Hier, das schöne Plasmagewehr, oder? Müssen wir doch jetzt hier was kriegen. Hitzestoß, Betäubungsbombe. Gehen wir mal mit dem Hitzestoß. So. Die Kettensäge kann ich natürlich auch mal wieder benutzen. War das schon mitgenommen? Wieder zurück.
jetzt hat sich hier wieder ein bisschen die Fenster verschoben. Die gerne ab und an. Sorry. So, haben wir es wieder. So, da vorne lang geht's doch noch weiter, oder? Ja, da waren wir doch noch nicht. Kriegen wir das noch? Aber die Tür haben wir immer noch nicht aufgemacht. Links von uns. Ich schätze mal, das Areal wird die auch nicht mehr öffnen. Ah, kriegen wir nochmal eine bisschen weiter entfernte Sicht. Leider nicht ganz. Ich könnte mir noch hier könnte noch was sein. Und dort könnte ich mir noch was vorstellen. Aber dort müssen wir die Tür öffnen. Das heißt, vielleicht hier hinten irgendwie oben in dem Bereich. Ah, Datenprotokoll. Da geht es wahrscheinlich irgendwie was. Das, da waren wir schon. Müssen wir da vielleicht nochmal ran? Automap, Rüstung, Echo. Der Max, der ist mit Days Gone durch. Genau, Scream. Der hat, glaube ich, auch schon darüber hinaus ein bisschen gespielt. Als es dann noch um dieses Zombie-Horden-Schnetzeln ging. Ich glaube, die Story ist schon länger durch. Ja, die ganzen Streams sind immer im Nachhinein bei YouTube oben, also kannst du dir das nochmal im Nachhinein alles schön anschauen, falls du da Interesse dran hast. So, da unten war ich jetzt auch schon, genau. Wir gehen also wieder hoch. Na, zoom mal ein bisschen raus hier. So, da geht's noch in den, oder? Geht's hier noch? Hier geht's doch noch in den Areal rein. Hoch. So, dann habe ich hier. Ah, da ist noch ein unbeleuchtetes Areal, aber ich glaube auch nur dieser kleine Weg hier wahrscheinlich. Na. Haben wir hier ein Secret? Nee. Aber da oben, doch, da oben gibt's was. Da gucken wir auch gleich noch hin. Erstmal will ich noch. Oh, das hier mitnehmen. Da müssten wir auch. Ich glaube, ich gehe mal zurück da hoch. Nehmen auch das kleine Teil mit. Hier muss es doch. Ja, okay. Sehr schön. Gehen wir hier irgendwie durch. Ich glaube, langsam haben wir das Level dann auch fast durchgefegt. Schauen wir mal noch da vorne hin. Ja, okay. Sprung geschafft. Ja. Ach, seid nur ihr Jungs. Erschreckt einen doch nicht so. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, der letzte Speicherpunkt dürfte hier schon sein bei dem kleinen Agenten. Ja. Ich habe mich schon gewundert, wo landet der inzwischen? Jetzt ist auch der Wurm drin. Hält er sich da mittendrin nochmal fest? So. Leben noch mitnehmen.
Jetzt nur zurück auf vielleicht die Raketen. Ja, sehr schön. Dann laufen wir doch einfach mal den Weg. So, Rüstung. Das, was haben wir hier? Hallo. Superschrotflinte oder auch die klassische zweiläufige. Sehr nice. Bam. Das hat doch richtig altes Shooter-Feeling. Gut, dass wir die nicht ausgelassen haben. So. In dieser Riesenanlage. Wo waren wir noch nicht? Ich glaube, ich versuch's mal noch hier in der Ecke. Das könnte sowas wie eine Schaltzentrale. Jetzt halt doch mal still hier. Schaltzentrale sein. Kommen wir denn da hin? Gerade durch. Dann irgendwie hoch und darüber. Lampe Hammer, den Plan für die kommende Woche gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber der kommt demnächst. Ich schätze mal, der wird heute noch online gehen. So, ich muss hier irgendwie hochhüpfen. Okay. Dem Areal folgen wir jetzt mal so ein bisschen. Dann hier rüber. Den ganzen Weg. Da geht's bis zum Ende, aber da müssen wir nicht hin. Wir müssen wahrscheinlich dorthin. Gejumpt. Vorne waren wir, glaube ich, schon drinne. Die Tür sieht mir so ein bisschen zu aus. Gehen wir mal ran. Ja. Die ist zu. Hier irgendwas? Nee. Mal nichts machen. Leben habe ich auch voll. So, da hinten kommen wir nicht weiter und da vorne wollen wir hin. Gibt's noch das Special? Ah, da kommen wir aber auch nicht hoch. Okay, das ist jetzt echt traurig passiert. Den Berserker hätte ich gerne auch später gehabt. Hüpf mal hier runter. Ja. So viel zum Berserker. So. Hier müsste es doch jetzt bald, aber. Hier ist zu. Hier ist auch noch gesperrt. Freunde, ihr macht mich fertig. Da komme ich also nicht rein. So. Ich war hier nicht auf diesem Zwischending. Ich glaube aber nicht, dass es da ein nochmal richtig weiterführt. Waren wir nur auf so einem kleinen Part nicht? Wo könnte noch irgendwas sein, was uns weiterhilft? Hier am Ende könnte sich was befinden. Ich schätze mal, da gibt es aber nur Loot. Da müssen wir hin, aber da ist die Tür dicht. Wenn sich das hier nicht irgendwo auf dem Weg noch versteckt. Schau mich da drin nochmal um. Vielleicht ist ja hier irgendwas übersehen worden. Nö. Ein Hebel oder irgendwas. Auch alles.
Höchstens da vorne unten noch, aber das wird uns nicht weiterhelfen. Datenprotokoll, die müssen wir doch wahrscheinlich aktiviert haben, oder? Das hier? Noch irgendwas Schönes? Vielleicht tut sich hier ja. Nö, das ist einfach zu. Da oben könnte es weitergehen, irgendwie. Oder wir sind hier runtergesprungen und ich erkenne es nicht wieder. Das kann ich mittlerweile nicht mehr mit absoluter Sicherheit sagen. Hier gibt es auf jeden Fall 10 Munition. Hier waren wir doch auch schon. Hier unter uns ist das Datenprotokoll oder was? Wird ja immer noch denken verschlossen. Sie dran, die 12 des 9er Rats beobachten Sie. Nö? Okay. Ich hoffe, es war nicht die ganze Zeit schon möglich. Ansonsten haben wir natürlich schön wenn du das Level gelootet. Produktion stoppen willst, musst du nur den letzten Filter zerstören. Dann gibt es keine Art von Energie mehr in unserem Sonnensystem. Und wir fangen wieder bei Null an. Na dann. Der Mann macht keine halben Sachen. Du hast keine Ahnung, was du da gerade getan hast. Da hat er recht. Olivia lebt noch. Ich habe ihre Lebenszeichen im Argent Tower entdeckt. Sie hat einen der Akkumulatoren aus dem Tower mitgenommen. Wir können seine Energiesignatur verfolgen. Tja, das war's dann. Es gibt sonst nichts mehr zu tun. Na dann. Okay, das war's dann auch schon mit dem Level. Immerhin 2 von 3 Herausforderungen haben wir abgeschlossen. Ja, hier haben wir auch alles mitgenommen, haben ja auch lang genug damit verbracht. Insofern sehr schön. Sehr, sehr schön. Sogar mal eine längere Ladezeit. Die Primärzugangspunkte zum Tower wurden durch die Explosion zerstört. Die Pipeline ist beschädigt, aber nicht zerstört. Im Wartungshangar sind Sprungstiefel. Damit lässt sich die Pipeline überwinden. Gehen wir kommen jetzt zu den Sprungstiefeln. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um ein Päuschen hier einzulegen. Erstmal natürlich vielen, vielen Dank für die Loots an Kai P., an Instant Karma, an Thorsten, an Kalle P. und Jens. Vielen, vielen Dank. Morgen geht's weiter. Wir werden jetzt nachher noch den Plan für die kommende Woche basteln. Dann könnt ihr auch wieder unter den üblichen Adressen das alles finden. Ansonsten bedanke ich mich erstmal wieder fürs Reinschalten und ja, habt noch einen schönen Tag und macht's gut.